Die DPSG hat ja ein vielfältiges Engagement in allen Bistümern, ist sie vertreten mit Stämmen in ganz vielen Orten. Das ist ein ganz wichtiges Angebot der Bildungs- und Erziehungsarbeit für Kinder und Jugendliche, das die DPSG für die katholische Kirche als Teil der katholischen Kirche macht. Mich freut besonders an der DPSG, dass sie Kinder und Jugendliche aus verschiedenen Lebenswelten einbindet. So wie kaum ein anderer Verband. Vielleicht noch die DJK über den Sport, aber in der DPSG sind Kinder und Jugendliche aus verschiedenen Lebenswelten fest eingebunden, weil in der Pfadfinderei sehr viele verschiedene Fähigkeiten benötigt werden und jeder dann nicht nur geduldet ist, sondern gebraucht wird. Ich wünsche mir, dass ein Weg immer auch nach Möglichkeit bestritten wird, der auch eine wichtige Aufgabe der DPSG ist, nämlich auch das Religiöse, die Botschaft des Evangeliums, unseren christlichen Glauben mit in die Arbeit einzubinden. Da gibt es ja ganz großartige Vorschläge und Texte im Blick auf den Heil, im Blick aufs Feuer, im Blick auf die Erfahrung der Lagergemeinschaft, Volk Gottes unterwegs, aus solchen Lebenserfahrungen Glaubenserfahrungen zu machen. Also da gibt es ganz hervorragendes Material in der DPSG und ich halte es für sehr wichtig, dass dieses Material dann auch in die konkrete Arbeit reingegeben wird, dass die Kinder und Jugendlichen, die bei der DPSG mitmachen, da auch erfahren, was unser christlicher Glaube bedeutet und wie er trägt. Das ist natürlich auch die Aufgabe der Kuratinnen und Kuraten, eine ganz wichtige Aufgabe. Das Material dafür ist da, die Ämter dafür sind da und ich freue mich immer, wenn ich miterlebe, dass dann dieses Ziel der DPSG auch umgesetzt wird in der konkreten Arbeit. Die Bischofskonferenz hat sich in der Frühjahrsvollversammlung einen ganzen Tag Zeit genommen, um mit einem Studientag das Thema zu beleuchten. Es wurde zusammengetragen, in wie vielen Ordinariaten und Generalvikariaten Frauen als Abteilungsleiterin oder Hauptabteilungsleiterin tätig sind und dort Verantwortung mittragen. Das war schon mal beachtlich, da haben wir mehr als manches Industrieunternehmen zu bieten. Und vor Ort hat die Kirche auch in den Verantwortungsträgern ein weibliches Gesicht, in fast allen Pastoralteams eine Gemeindereferentin, eine Pastoralreferentin eingebunden, abgesehen natürlich von den Frauen, die sich ehrenamtlich engagieren. Also da haben wir schon ein weiblicheres Gesicht, als manch einer der katholischen Kirche zutraut, weil in der katholischen Kirche das Amt selbst, Diakon, Priester, Bischof, nach wie vor Männern vorbehalten ist. Aus der Sicht des Amtes heraus, aber auch aus der langen Tradition heraus, haben wir da dieselbe Position wie die orthodoxen Kirchen. Und das erscheint dann manchen so, als seien Frauen in unserer Kirche nicht willkommen. Aber die Tatsache zeigt, dass es nicht so ist. Und es ist auch nicht so, dass Frauen nicht katholische Kirche mitgestalten.